Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wie Kinofilme werden auch Videoprogramme von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK, daraufhin geprüft, für welches Alter sie geeignet sind. Bei diesen Programmen finden Sie die Altersfreigaben sowohl auf den Kassettenboxen als auch auf den Kassetten selbst. Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie, Folgendes zu beachten. Schauen Sie sich mit Ihren Kindern nur Programme an, die auch für Ihr Alter freigegeben sind. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder und deren Freunde auch in Ihrer Abwesenheit nur die Programme anschauen, die für Ihr Alter geeignet und entsprechend gekennzeichnet sind. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Altersfreigaben und bitten Sie insbesondere ältere Geschwister mit darauf zu achten, dass sie sich keine Programme gemeinsam anschauen, die für jüngere Familienmitglieder oder auch Freunde nicht geeignet sind. Weitere Informationen zum Thema Video- und Jugendschutz erhalten Sie bei Ihrem Videofachhändler oder beim Bundesverband Video, Katharinenstraße 11, 2000, Hamburg 11. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. Es ist aus, Ronny. Du hast versagt. Versagt? Sie alle umgebracht. Das mag sein. Aber dein Vater Donald wird das auch nicht mehr lebendig machen. Mein Vater? Ich werde ihn rächen. Dann lass die Geisel frei und stell dich dem Mörder deines Vaters. Mir. Glauben Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Halt dein Maul. Gefragt, hä? Also, wo war ich? Ah ja. Glauben Sie wirklich, ich werde die Ehre meines Vaters durch einen Faustkampf mit Ihnen aufs Spiel setzen? Scheiße! Ah! Sie haben mich angeschossen! Sie Huren! Wolltest du deinem Masterplan noch etwas hinzufügen? Du warst nie ein richtiger Clancy. Craven! Da! Ah! Nein! 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 Es gibt so viele Clancys. Du bist sonst nicht. Thank you.
Hallo, John. Chief. Sie wollten mich sprechen? Ja, setzen Sie sich. Chief, warum treffen wir uns hier an diesem gottverlassenen Ort? Ich werde vom Ministerium überwacht. Und ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie weit wir bereits unterwandert worden sind. Ist es bereits so schlimm? Durchaus, aber dies soll uns nicht weiter beschäftigen. In Ordnung. Ich habe eine Mission für Sie. Ich bin mittlerweile Captain, wie Sie wissen. Sie selbst haben mich schließlich befördert. Ganz recht. Ich wollte meinen besten Mann als meinen Nachfolger. Sie wollten Ihren besten Mann hinter einem Schreibtisch? John, nach der Sache mit Ronnie Halligan musste ich Sie von der Straße holen. Sie brauchten eine Auszeit. Raven! Da! Schon gut, Chief. Was ist das für eine Mission? Eine streng vertrauliche. Nichts Offizielles. Ich höre. Haben Sie jemals von Leonard Clancy gehört? Leonard Clancy? Sagen Sie jetzt nicht, da draußen läuft ein weiterer Clancy herum. Sie sagen es. Er hat in der Psychiatrie ein Blutbad angerichtet und auch auf der Flucht mehrere unschuldige Menschen umgebracht. Wissen Sie, wohin er geflohen ist? Hobbs End. Wieso Hobbs End? Es ist sein Geburtsort. Also, Chief, was soll ich tun? Begeben Sie sich nach Hobbs End und spüren Sie Leonard Clancy auf. Setzen Sie sich mit der dortigen Polizei in Verbindung und ziehen Sie diesen Mistkerl aus dem Verkehr. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Wird gemacht, Captain. Ich meine Chief. Sehr gut. Gut, ich mach das Schwein kalt. Ich meine natürlich, ich werde es verhaften. Das würde in diesem Fall nicht notwendig sein. Tun Sie einfach das, was Sie am besten können. Hey, Süße. Was machen Sie da? Ja, was denn? Sie fassen mich an. Na komm, so scheiße wird's gerade nicht sein, oder? Ich will das nicht. Schönen Tag noch. Was hast du denn? Jetzt bleib doch mal stehen! Lassen Sie mich in Ruhe, oder? Oder was? Fick dich! Und? Schon eine Idee wegen der Todesursache? An Herzversagen ist er jedenfalls nicht gestorben. Also, Captain Craven, mit wem haben wir es hier zu tun? Tut mir leid, Wise. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Es würde dem Ministerium nicht gefallen.
Jessie, setz dich doch. Ach, ich bin gleich wieder weg. Habt ihr ein bisschen Milch für mich? Haben wir? Ich war eben noch einkaufen, müsste im Kühlschrank stehen. Dann guck ich mal kurz. Und, was macht ihr heute Abend noch so? Wir gucken später diesen Film, Das Ding aus einer anderen Welt. Echt? Der ist super. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich den finden soll. Hier ist die Milch. Ach, danke schön. Kein Problem. Alles klar, dann bin ich wieder weg. Okay. Mach's gut. Ciao. Ich mach dir noch eben die Tür auf. Super, danke. Tschüss. Tschüss. Und, du hattest recht, der ist wirklich ziemlich gut. Sag ich doch. Aber es wird Zeit fürs Bett, wir müssen ja morgen früh raus. Stimmt, du hast recht. Könntest du noch eben das Licht auf der Terrasse machen? Ja klar, mach ich. Danke. Stellst du schon mal den Wecker? Robert Weiss. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Nancy Loomis. Ich wohne in der Baker Street 221B. In der Wohnung meiner Nachbarin passiert etwas Furchtbares. Ich höre Schreie. Ich glaube, Sie werden angegriffen. Kommen Sie schnell! Was? Ihre Nachbarinnen werden angegriffen? Das ist er! Mrs. Loomis, bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind auf dem Weg. Kauf mir das Schwein! Thank you.
Ja. Oh, Chief. Hören Sie. Ich konnte wirklich nichts tun. Er hat zwei unschuldige Frauen umgebracht. Und auch Robert Weiss, diesen Dorfscharf. Und diese Nancy Loomis, er hat sie entführt. John, ich habe nochmal mit seinem Psychiater gesprochen und den Grund dafür herausgefunden. Und der wäre? Nancy Loomis wurde geboren als Nancy Clancy. Sie ist Leonard Clancys Schwester. Seine Schwester? Chief, was will er nun mit ihr? So wie es aussieht, will er sie und sich gemeinsam umbringen. Ganz im Sinne einer grausigen Familienzusammenführung. Wir müssen ihn aufhalten. Ich konnte auch herausfinden, wo er wahrscheinlich hin will. Aber es wird Ihnen nicht gefallen. Er will zur gefallenen Eiche. Oh nein. Nein! Gut, Chief. Wir treffen uns dort. Ich mach mich auf den Weg. Bereit, wenn Sie es sind, John. Bleiben Sie ruhig, ich helfe Ihnen. Einen Moment. Warten Sie, Chief! Scheiße! Scheiße! Lass sie gefälligst in Ruhe, du Mistvieh! Niemals! Ich werde beenden, was mein Vater begonnen hat. Und wenn ich meine Schwester getötet habe, dann sind sie dran. Sie haben meinen Vater getötet. Genau hier haben sie meinen Bruder Ronnie getötet. Schießen Sie ihm in die Nüsse. Wo ist dein Bruder? Arschloch. Sind Sie verletzt? Nein, aber ich hatte solche Angst. Keine Sorge, es ist vorbei. I'm
schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen, Chief. Also wild. War nur ein Kratzer. Tot oder lebend, du kommst mit mir. Da ist sie! Nachbarinnen werden angegriffen? Das ist der. Mein Vater? Ich werde ihn rächen!